Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute bin ich alleine da. Naja, nicht alleine mit Max bin ich dabei. Mit meinem Hund. Heute wollen wir die Challenge machen und zwar die nur graue Waffen Challenge nochmal. Wirklich auch allerdings noch einmal ganz schnell kurz. Und zwar beim letzten Mal habe ich Spiegelbildschirm, also andersrum. Ja. Unten links, rechts, ich meine, unten rechts steht Spielen, aber wenn man das andere Video guckt, unten links, und ich wollte testen, wie das so ist, aber das ist blöd. Da dachte ich mir, ich mache es jetzt auf normal nochmal, und dieses Mal halt die Grau Challenge wieder. Außerdem, werde ich wahrscheinlich noch ein Video machen, wegen dem Rucksack hier, werde ich wahrscheinlich noch die 10 Kuchen zeigen, die sind. Und natürlich werde ich auch noch vieles mehr bei Missionen demnächst zeigen. Woche 3 müsst ihr leider selber machen, da werde ich euch nicht mehr zeigen. Aber ab Woche 4 bestimmt schon. Oh, aber wahrscheinlich kann ich es nicht direkt rausbringen, es wird schon eine Zeit länger dauern. Aber fangen wir mit dem Video an. Auf jeden Fall, es gibt auch wieder Solo Showdown. Da werde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil die Spiele doch besser sind. Ich mache auch Spielwiese natürlich zuerst. Was glaube ich da? Es gibt Spielwiese auch, der wahrscheinlich aber auch nur für begrenzte Zeit. Ja, steht doch da oben, ich voll Idiot. Aber wir werden heute auf Solo spielen und zwar die nur graue Waffen Challenge. Wir benutzen natürlich den Drift mit dem Kuchenrucksack. Finde ich eine geile Kombi. Oder man kann das auch mit dem, wie heißt der Rucksack? Mit dem Funker ausrüsten. Der Rucksack ist auch gut, kriegt man auch beim Battle Pass. Umsonst muss man nicht kaufen. Ja, man muss nur, wenn man das Battle Pass. Dauert halt länger, wenn man kein Battle Pass hat. Aber kann man auch haben als kein Geld bezahlender Spieler. Finde ich auch richtig geil, der Rucksack. Gefällt mir. Auf jeden Fall, wo wir landen, hab keine Ahnung. Wir schauen uns noch an. Auf jeden Fall habe ich, ich glaube, ich finde beim letzten Video nicht dabei gehabt. Ich weiß nicht. Wir sind mal nicht so hardcore aggressiv. Weil wir gehen mal irgendwo hin, wo nicht so viele gehen. Lucky Landing oder so etwas. Weil, Leute, wir können nicht zu einem Ort gehen, wo viele sind, wenn wir nur graue Waffen am Anfang haben dürfen. Stellt euch vor, da liegt eine goldene und ne, da, wir landen zuerst, dürfen sie aber nicht nehmen. Auf jeden Fall, bei der Braunwaffen-Challenge ist es so, Schilder darf ich auch nicht nehmen, weil die nicht grau sind, aber Verbänder darf ich auch nehmen, weil die grau sind. Ich überlege gerade, ob man irgendeine Möglichkeit Schild grau bekommen kann, aber ich glaube nicht. Lagerfeuer und so darf ich auch nicht nehmen, also Jumpers oder sowas, weil die natürlich nicht grau sind. Und hier ist schon was grau, da schnappe ich mir das hier zuerst. Oder ist auch eine Kiste oben drüber. Ich wusste nicht, dass da eine Kiste ist. Ich gehe nicht oft in Lucky Landing, Leute. Zumindest in diesem Gebäude nicht so oft. Okay, darf ich es nehmen. Wenn ich es auf Versehen aufhebe, werfe ich es einfach wieder weg. Ich hasse dieses Gebäude jetzt schon. Moni und Holz darf ich auch bei der grünen Challenge schon so mitnehmen. Aber hier sind schon Verbände. Die darf ich ja mitnehmen. Die Verbänder nehme ich natürlich mit, die sind hier am Frühjahr. Ich hoffe, ich kriege hier unten in der Kiste mal was Gutes. Damit meine ich ja sowas hier zum Beispiel. Das Sturmgewehr wäre zwar geiler, aber man kann nicht alles im Leben haben. Hier liegt die ganze Zeit eine blaue Pistole. Das macht mich etwas traurig, da ich die ja nicht benutzen kann. Aber schön. Wir werden aber nur die graue Waffen-Challenge machen. Wir haben ein bisschen Glück gehabt mit dem Sturm, aber das ist, glaube ich, das letzte Mal auch, wo wir die graue Waffen-Challenge machen. Das ist das letzte Mal, glaube ich, wo ich die graue Waffen-Challenge mache. Wenn ich sie gewinne, dann gewinne ich sie, wenn nicht, dann nicht. Ich wiederhole sie gerade nur, weil das beim letzten so komisch aussah. Da wollte ich es dieses Mal besser machen. Deswegen wiederhole ich sie auch. Außerdem, Verbänder finden wir gerade auch ordentlich, aber von Waffen her. Kann man Double Farmer spielen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht.
das habe ich jetzt nie ausprobiert. Nee, ich glaube, das ist nicht. Ich hoffe, ich finde jetzt noch ein graues Dunkel oder eine Pumpgun wäre auch geil. Ja, okay, so was jetzt nicht. Die andere, die graue. Auf jeden Fall. Da wir nicht so viele Waffen nehmen können, wäre es sehr nützlich. Wäre es sehr praktisch, wenn wir Muni mitnehmen würden, denke ich jetzt mal. Das ist gerade mein Plan, so etwas. Auf jeden Fall, ihr könnt mir eure Tipps in die Kommentare schreiben bei graue Waffen. Was wäre so. Ach, Granaten darf ich ja auch nehmen. Aber hier lagen keine, ich dachte, die liegen nicht. Schon wieder die, aber die kriegen jetzt nicht nochmal von nichts nochmal zu nehmen. Die mag ich sehr, aber die kann ich leider nicht nehmen, da wäre nur die graue Waffen-Challenge noch. Und ich dachte, wir finden ein paar mehr. Ab und zu mal finden wir Patronen, aber die Raketenwerfer-Patronen bringen uns hier nicht. Ich hab ihn gehört. Ich weiß, wo der ist. Oh, doch nicht wohl. Ich dachte, ich weiß, wo der war. Auf jeden Fall hat er die neue in Grau. Das gefällt mir. Die neue und die Grau ist eine gute Kombination, finde ich. Nur müssen wir jetzt die ganze Runde lang mit 75 Leben umkommen. Vorbei, ich meine Schilder darf ich ja nicht nehmen. Das gehört ja nicht. Das werfe ich mal weg, weil ich das nicht will. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal was Besseres gefunden. Und der Typ, den hätte ich ja schon. Der hätte mich umbringen können. Ich heile mich auch. Für 3 Leben verbrauche ich ruhig einen Verband. Es ist safe auf jeden Fall. Es muss safe sein, aber es ist jetzt eigentlich sowas von verloren fast. Naja, mit Glück kann man alles schaffen. Aber Glück habe ich nicht so oft. Auf jeden Fall können wir noch in dieses Haus hier reinschauen und dann war es jetzt auch. Halt wieder keine Shotgun. Schade aber auch. Ich dachte, wir finden wenigstens eine Shotgun. Wir finden hier OP-Stuff, aber keine Shotgun. Oh, da war ich gerade schlecht. Aber Digga, was machen die? Der Revolver könnte ich auch mitnehmen, also den mache ich auch mal. Alter Schwede. Das war ja mal hart viel. Okay, dann haben wir die auch wieder benutzt. Aber Leute, ich sag's euch, die hier ist so stark. Naja, mit der langsamen Shotgun, mit der Pumpgun wäre es noch besser, aber ich kann ja die langsame gar nicht benutzen, da sie grün ist. Ich kann nur die Automatik benutzen. Die ist aber auch nicht schlecht. Die ist auch nicht schlecht. Halt, ich mag mal die andere, mit der hier kombinieren. Solange setze ich die durch Revolver. Weil die so ähnlich wie die Revolver ist. Die meine ich, aber nicht in Blau, natürlich. Natürlich in Blau, nicht in Grau. Bei der Brücke könnten auch Items sein, deswegen laufe ich da noch schnell vorbei. Also ich dachte, Lucky Lane wäre jetzt keiner. Also einer, okay, aber 2? Gut, das war am Anfang, ne, aber... Trotzdem. Okay, hier war schon jemand. Wahrscheinlich ist jemand hier. Oh, nee. Oh! Tausch den Granaten, na Digga. Ich nehme nicht 2 Maschinenpistolen mit, dann nehme ich eine lieber mit. Ich weiß, ich nehme aber nicht so oft graue Waffen generell mit, ne? Ich nehme, wenn, dann Sturmgewehr oder Schrott, aber... Ja, okay, die auch. Aber so Salz, das jetzt zum Beispiel, die Maschinenpistole nehme ich eigentlich nicht oft, außer am Anfang halt. Und danach werfe ich sie halt wieder weg. Na, aber... War hier schon jemand. Ich hoffe mal. Also hier in diesem Netz. Aber, na gut, jetzt eh nicht, dass ich voll da.
Aber wir haben bis jetzt nur mit grauen Waffen gespielt und Freikills, das mag ich jetzt schon mal. Ich glaube, letztes Mal lief es nicht so gut, ja. Ich weiß nicht mehr. Das war lange her. Alter. Jetzt. In Cape the Body habe ich auch ein Video gemacht, ne? Und da. Auch eine Stunde war schön. Und da wurde ich auch die ganze Zeit. Nicht die ganze Zeit, aber ich wurde da schon gefragt. Alter. Ich will sie nur in Grau. Okay, gerade habe ich irgendwie richtig umgeübt. Ich habe gerade richtig umgeübt mit den Waffen. Also die ist nice. Aber Shot, das ist. Ja gut, das ist auch das Einzige, was ich gerade noch brauchen könnte, ne? Holz und sonst nicht. Ich würde hier schon gerne noch die Muni und das Holz mitnehmen. Ich habe jemanden gehört, glaube ich. Die Kiste stört auch etwas gerade. Die ist unter mir. Also, jetzt nicht, aber ich muss die Treppe hier runterlaufen. Aber da campt da doch eh wieder jemand. Okay, hier ist eh nichts gewesen, was ich benutzen kann. Ich schnapp das Holz hier. Bauen ist also sehr, sehr wichtig in Fortnite. Also wenn man gewinnen will, muss man auch bauen können, finde ich. Nesca! Ja, wahrscheinlich. Ja, Geburtstag, Junge. Der, wo findet, kriegt herzlichen Glückwunsch. Nee, oder? Digga, ich kann das doch nicht im Video einfach bestehen lassen. Muss ich anscheinend. Die Granaten kann ich aber mitnehmen. Das ist was Gutes. Aber ich... Ach. Wüsstet ihr, wie ätzend es ist, jetzt das Gas zu lassen? Ich meine, das war jetzt nicht gar nicht so schlecht, dass das war irgendwie was Krasses. Die Pistole freundet. Ich hab ja schon mein Zeug. Der Sturm, okay, ich muss los. Ich kann auch eine Truhe zwischendurch hier öffnen. Ich weiß nämlich schon, wo die ist. Nee, unten. Bitte sag mir, ich finde... Hier oben ist noch ein Chat. Schnell. Ja, fuck, egal. Jetzt bohren wir uns hier raus und hauen sofort ab, weil ich nicht so viel Leben verlieren will wegen dem Sturm. Da lag, glaube ich, die hier in Grün. Ich hab's nicht ganz gesehen. Aber, Digga... Es ist schwer für mich, aber Top 17 bin ich. Das gefällt mir. Nur mit grauen Sachen. Kein Schild sogar. Ich glaube, manche Leute machen das mit Schild, aber die graue Waffen-Challenge machen manche bestimmt. Halt nur darf man auch Schild nehmen bei denen und Heilzeug und so. Bei mir darf man nur graue Waffen nehmen. Ich mache erstmal Extreme. Aber das kann man schaffen, denke ich jetzt mal. Wenn ich mich jetzt die ganze Zeit in einem Haus drinnen bunkern lasse, dann sollte ich es schon schaffen und bis zum letzten warten. Halt muss ich auch Glück haben, dass mich niemand sieht. Alter, nee, Granatenwerfer, das wäre ohne geile Round noch mit einer Scout, so, ne? Oh, ich dachte, da wäre die Shotgun. Digga, ich brauche nur noch mal zwei Granaten. Chuck. Ich muss jetzt einen Chuck-Chuck weglassen. Ich muss jetzt einen verdammten Chuck-Chuck wegwerfen. Nur. Ich glaube, die Skat eh keiner gefunden hat. So war es okay, dass ich sie liegen. Ne, es war nicht okay, dass ich sie liegen lassen habe. Aber ich mache hier gerade eine Challenge. Top 10 wäre nice, ne? Top 5 wäre noch geiler. Aber Top 10 wäre auch geil. Ja, okay, hier war jemand, die brauche ich nicht mehr. Außerdem, falls ihr es nicht gewusst habt, hier ganz hinten ist noch so ein... Keine Ahnung.
Ich verstehe dieses Kacke nicht so ganz. Ich verstehe das nicht, aber gibt hier halt. Ich bin top 10. Niemand fährt mit dem Auto. Das mag ich nicht. Boah, Digga, wenn ich den bekommen würde, der hat so viel Stuff, aber der hat halt gar nichts raus. Also wahrscheinlich. Ich meine, bis zum Ende. Ja, ich greif den an, ich schaff's wahrscheinlich nicht, aber ich bin Top 10. 3 Kills wären aber auch geil, ne? Ich hab halt nur 75 Leben. Das ist schon was Ganzes. Ich meine. Ja gut, dann lasse ich ihn lieber gehen, als mit ihm zu fighten. Ich will Top 9. Perfekte. Ich bin richtig gut gerade. Also nicht. Also Überlebenstechnik hier ist keiner. Und ich will weghauen, wenn jetzt gleich kommt irgendjemand. Er fährt mit dem Auto, das ist halt perfekt, er lenkt halt alle ab, ne? Jetzt renne ich in irgendeinem Haus rein und komme ich da ein, ne? Muss halt nicht. Gewinn werde ich so oder so nicht. Alter, nein. Okay, deine Platzierung ist 9. Platz. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen. Auch wenn ich nur der. Wow, toll, ich habe die ganze Zeit Lampen angehabt. Ich schalte sie erstmal aus. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Gebt einen Daumen hoch dafür mehr Fortnite. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis nächstes Mal. Und ja. Ah ja, gebt einen Daumen hoch dafür mehr davon. Ja, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst. Und der ist so ein richtiger Camper, ne? Die Nelmate irgendwie keine Ahnung, das sieht jetzt hier wieder heiß. Ja, ich bin sein erster Kill gewesen in der Runde. Egal. Bis nächstes Mal und ciao, Leute.